Servus und herzlich willkommen zu MKs Werklerei. Heute wieder aus der Werkstatt und in diesem Video bauen wir seinen Schiebeklotz. So wie hier gezeichnet, ganz einfach selbst. Das kleine Extra, was der hat, ist dieser Anschlag hier. Die sind gefedert und können, wenn wir es brauchen, einfach reingedrückt werden. Beziehungsweise sie drücken sich selber rein. Das wäre zum Beispiel bei einem Abrichthobel nützlich. Eine Fertigungszeichnung ist unter dem Video verlinkt, das kannst du dir einfach ausdrucken. Das Maßstab wäre eben 1:1 und dann könntest du das auf dein Holz kleben und einfach die Umrisse absägen. Ja, quatsch mal gar nicht so lang, fangen wir einfach mal an. Ja, als erstes fangen wir mit dem Griff an, den werde ich mit der Bandsäge sägen, aber das könnte man auch mit der Stichsäge ganz easy heraussägen. Siehe Video vom Schiebestock. Das habe ich dann mit der Stichsäge gemacht, das geht genauso gut. Dazu nehme ich mir jetzt das Stück Holz, das ich verwenden werde und klebe diesen Zettel einfach da drauf. Schön straff ziehen. Und jetzt werde ich das eben mit der Bandsäge absägen, dieses Teil hier, diesen Griffstück. Also so sollte dann euer Teil in etwa aussehen. Ich habe es jetzt ein wenig stärker gelassen hier, weil ich das Gefühl hatte, dass es so ja, gut, besser in der Hand liegt. Jetzt werde ich eben hier an den Stellen, wo es noch nicht ganz so sauber geworden ist, werde ich da mit einer Feile das schön abrunden. Und dann gehen wir zum Frästisch und werden diese Kanten hier abrunden, damit es eben besser in der Hand liegt. Dann kommen noch hier zwei Bohrungen für Dübel, mit dem wir es dann am Klotz befestigen werden. Ein kleiner Tipp wäre, dass man eben, bevor man das mit der Bandsäge oder mit der Stichsäge eben versucht zu sägen, dass man hier ein paar Bohrungen setzt mit einem Forsterbohrer zum Beispiel, 15er, 20er, was auch immer, dass man hier die Rundung besser hinbekommt, als ich das eben mit der Bandsäge allein geschafft habe. Also die Form hätte das Teil jetzt. Jetzt kommen eben zwei Dübel noch rein, hier unten, damit wir es dann am Klotz selber befestigen können. Das geht auch ganz easy. Einfach einen Bohrer nehmen. Ob es jetzt genau in der Mitte ist, ist eigentlich auch egal. Sollte aber eher relativ gerade sein, sagen wir es so. Da können wir die Dübel eigentlich auch schon reinstecken und anleimen. Der zweite Teil ist daneben beim Klotz, das kommt dann später. So, den Überschuss wische ich jetzt erstmal weg, dass der mir hier nicht fest trocknet. Das war's mit dem Griff, der ist eigentlich fertig. Ölen werde ich es ganz am Schluss noch. Ich werde alles zusammen ölen. Jetzt kommt eben der Klotz und der Trick mit den Federn. Also für den Klotz habe ich mal so ein massives Stück Eiche besorgt, beziehungsweise es war ein Reststück, das werde ich verwenden. Und jetzt schneiden wir da ein Rechteck zuerst mal raus. Den Griff, die kommen nicht gerade hin, sondern so schräg, weil wenn man den ich jetzt genau so vor dem Gerät stehe, vor der Maschine stehe und das bedienen will, zum Beispiel eben vor dem Abrichthobel, dann ist die Haltung nicht so angenehm, so natürlich wie eben die Haltung. Und genau da werde ich eben die Bohrungen für den hier setzen, also mit 8 mm. Und dann
am Ende, also am hinteren Ende, da kommen jetzt hier zwei, an diese zwei Stellen, diese Zapfen hin, die unten dann eben rausspringen. Dafür braucht man einmal einen großen Dübel, 10 mm, einmal einen dünneren, 6 mm und zwei Federn, dass er diesen Zapfen daneben immer rausdrückt. Aber ich kann es mit ein wenig Druck wieder eindrücken. So, wenn man den jetzt in diesen rein bekommen, ist gar nicht so kompliziert. Und zwar bohre ich einfach in den großen Dübel ein 6 mm Loch rein, kürze es so kurz wie ich es eben brauche und stecke da eben den dünneren Dübel rein. Und das mache ich jetzt eben als erstes. Ich hole mir einen 6 mm Bohrer und bohre hier genau in der Mitte ein Loch rein. Ja, so sieht das Loch jetzt eben aus. Und da kann dieser Dübel reingesteckt werden. Wir brauchen aber nicht so ein langes Stück, also vom großen, vom 10 mm Dübel, sondern werden da zwei kleine Stücke raussägen und das dann eben an den Kopf des kleinen Dübels sägen, dass wir so ein T-Stück haben. Länger müssen die nicht sein und schön gerade müssen sie auch nicht sein. Das leimen wir eben so hier an. Ein Klecksdübel Leim und reinstecken. So. Das gleiche hier auch. Dübel rein. Ja. So. Und dann hätten wir hier eben zwei T-Stücke. Nur so lang müssen die 6 mm Teile auch nicht sein. Ich werde sie hier ab da auf 1 cm kürzen. Aber dann können die mal auf die Seite und wir werden hier die Bohrung erledigen. Und zwar zweimal mit 10 mm, aber nicht ganz durchbauen, sondern ein Sackloch. So weit, dass dieser Zapfen hier ungefähr noch 5 mm von der Kante bis an die untere Kante hat. Also kann man sich's ausrechnen. Ja, muss man gar nicht. Also so weit reinbohren, dass man hier noch 5 mm Fleisch hat. Und dann in die Mitte dieser Bohrung kommt dann eine Bohrung mit 6 mm, wo, oder 6 oder 7, dass der kleine Dübel da eben rauf und runter gleiten kann. So, eben hier zwei Löcher, 10 mm, nicht ganz durch, 5 mm Fleisch und da in der Mitte, da bohren wir jetzt mit 6 mm durch, diesmal aber wirklich durch. So, 10 mm, 6 mm. Und da, die werden wir noch ein bisschen abschleifen, dass sie ein wenig einen kleineren Durchmesser haben, dass sie hier auch schön gleiten und nicht festhaken. Das könnte man jetzt ganz kompliziert irgendwie mit der Hand machen. Nehme ich mal den Schrauber und werde da einfach einen Schleifklotz dran halten. Und dann sollte es irgendwann schön reinpassen. Man könnte es auch mit einer Feile machen. Ein bisschen noch und dann wird es super reinpassen. Und jetzt, wenn ich es reinstecke, die Feder würde eben hier so reindrücken, das Ganze, beziehungsweise rausdrücken. Und das ist eben das meiste, das rauskommt. Das ist mir
zum Beispiel zu wenig, wenn das bei dir auch so der Fall ist, das sind glaube ich 2 bis 3 mm, dann musst du einfach das Loch hier, das 10er Loch, ein paar Millimeter eben runtersenken. Also noch weiter reinbohren. Das mache ich jetzt und dann passt es aber auch super rein. Also gesagt, getan. Jetzt kontrollieren wir noch einmal, ob das passt. Und ja, so will ich es haben. 4 bis 5 mm, eher 4, kommt da raus. Und hier können wir dann eben den Dübel drauf machen. So. Ich zeige es mal jetzt mit der Hand. Und wenn ich hier eben auf das Werkstück mit der ganzen Fläche drücken will, dann setze ich das einfach auf und das wird hier reingedrückt. Jetzt legen wir alles rein, die Dübel sind drin, die Federn legen wir drauf. Einen Dübel setzen wir ein paar Millimeter in das Loch und dann kontrollieren wir, ob wir diesen Dübel hier eben ganz rein drücken können und ob wie viel Kraft man benötigt. Allzu viel sollte es dann doch nicht sein. Und wenn es hier eben nicht passt, wenn es nicht ganz reingedrückt werden kann, dann könnte man eben wieder entweder die Bohrung anpassen, den Dübel anpassen oder die Federn entweder abkürzen oder einfach wechseln. Ich verlinke euch unter dem Video ein Sortiment an Federn. Sicher hier und da wieder nützlich, kostet glaube ich 10-15 Euro. Also ich lege es jetzt eben auf den Tisch. So sind die Dübel eben genau auf der Höhe, die ich auch haben will, wenn ich sie reingedrückt habe. Und da kann ich schauen, wenn ich eben den Dübel da ansetze, ob das gut geht. Jetzt schaue ich auf der Rückseite, den kann ich komplett andrücken. Ich werde das so auf die Tischkante legen, dass die Federn die Dübel ganz locker rausdrücken können. Und werde den Dübel 1-2 mm reinsetzen und dann kontrolliere ich eben von unten, wie gut das geht und da lasse ich es dann kleben. Also holen wir jetzt Leim. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass wir den Griff hier anbringen. Dazu eben die 2 Bohrungen mit 8 mm. Und dann gehen wir zum Frästisch und werden oben hier die Kanten schön abrunden. Ja, ganz einfach. Und jetzt hier Leim drauf und hineinstecken. Also, ich Trottel habe jetzt den Griff bereits rangemacht, bevor ich die Kanten hier abrunden konnte. Macht das nicht. Ich werde jetzt hier die Kanten einfach abschleifen, ein wenig abrunden und die Kanten eben brechen. Ja, hilft nichts. Wenn man zu überhastet ist, dann passieren eben solche Sachen. Also jetzt habe ich es geschliffen, die Kanten sind schön gebrochen. Und bevor ich das jetzt öle, will ich euch einfach mal zeigen, wie das funktionieren soll. Und zwar habe ich jetzt hier einen Block, das ich sägen will. Dann setze ich das so auf und die hinteren Anschläge hier, die helfen mir, das Teil nach vorne zu drücken. So, wenn ich aber jetzt beim Abrichthobel bin und das Werkstück nicht von hinten führen muss mit einem, sondern von oben, da kann ich es eben raufsetzen und wenn ich es drücke, dann liegt das flach auf dem Werkstück und ich kann das vor und zurück bewegen. Und wenn ich es eben, das hat man gehört, wenn ich zurückspringe, springen die Anschläge mit den Federn einfach raus. Ja, jetzt habe ich das Teil geölt. Nichts Aufregendes, ein bisschen Arbeitsplattenöl drauf, trocknen lassen, abwischen. Und damit das Werkstück hier an der unteren Fläche
kleben bleibt oder haften bleibt, also auch wenn wir die Anschläge hier nicht nutzen, kommt hier eben so ein Anti-Rutschband drauf. Das, was ich hier habe, hat so eine Skateboard-Oberfläche, die ist eher rau. Verlinke ich euch trotzdem unten. Für all diejenigen, die eine weichere Kunststoffalternative haben wollen, verlinke ich auch eine Alternative dazu. Mit diesen Links unten ist es ja so, dass wenn ihr da euren Artikel kauft, bekomme ich eine kleine Provision von Amazon, also nicht die, den zahlt nicht ihr. Somit unterstützt ihr also den Kanal. Genug gequatscht, jetzt schneiden wir hier einfach ein Stück ab und kleben das auf die Unterseite des Schiebeklotzes. Passt. Also jetzt sind wir gerade am Abrechthobel, legen das drauf, wollen das führen von oben, drücken es an und können es führen. Und zurückziehen, nochmal führen, zurückziehen, drehen, naja, drehen nicht, aber von hinten nochmal die Anschläge und ja. Ja, und das war's auch schon mit diesem Video. Ich danke dir herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Die Baupläne sind, wie gesagt, unter dem Video. Da sind auch alle Maße für die Bohrungen auch drin, aber es kann eben sein, dass man es anpassen muss, je nach Feder, die man eben benutzt. Also das Projekt hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das geht euch genauso und schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr die Idee mit den Federn findet. Unnötig oder schon cool? Na dann, ich sag danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal in der Werklerei. Tschüss!